Zu fast 18 Stunden Fußball hatte die SG Blau-Weiß Dessau im Rahmen ihres Mitternachtsturniers eingeladen. Der Samstag stand dabei im Zeichen des Nachwuchses, auch wenn zum Abschluss die Herren ran durften. Zur Jubiläumsauflage hatte sich die Sportgemeinschaft aus den Kreuzbergen etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Turnier ist mittlerweile Tradition zum 15. Mal. Und dementsprechend haben wir uns dann auch was Besonderes einfallen lassen. Wie gesagt, mit den Mannschaften wie Red Bull Leipzig, ZFC Meusewitz, Lok Leipzig, VfL Halle und was so halt alles am Start ist. Und so kamen eben auch die blau-weißen F-Junioren in den Genuss, sich mit namhaften Mannschaften zu messen. Verstecken mussten sich die Dessau-Rostler dabei keineswegs. Schon am Vortag zeigte der Verein, dass man durchaus in der Lage ist, mit den anderen Mannschaften mitzuhalten. Na, eine Überraschung gab es gestern schon bei der C-Jugend, wo unsere Blau-Weiß-Mannschaft den zweiten Platz gemacht hat, wo sie sich durchgesetzt haben gegen Sachsen-Leipzig, gegen Merseburg. Also es war wirklich schon eine Überraschung. Die Jugendarbeit bei der SG beschränkt sich derzeit auf die kleinsten Nachwuchskicker. Die A-, B- und C-Junioren hatten sich der JSG Union Dessau angeschlossen. Bei den 7- bis 8-Jährigen, also der F-Jugend, verpassten die Dessau die ganz große Sensation, sicherten sich aber mit Gruppenplatz 2 hinter Lok Leipzig das kleine Finale. Hier ging es erneut gegen Sachsen, diesmal aber die von Rasenballsport. Blau-Weiß musste sich geschlagen geben, holte aber einen achtbaren vierten Platz. Der Sieg ging nach Hochheim.